Einige von euch wissen ja, dass sich meine Vortragsthemen im Vorfeld immer so herauskristallisieren und verdichten. Wollte ich mal erzählen, wie das zum heutigen Vortrag gekommen ist. Und zwar ging es los, als ich dann Tiruchito oben das Mahatera-Zimmer aufgeräumt habe, weil wir dieses Jahr zum ersten Mal 5 Bhikkhus für die Regenklausur sind und ein sehr langjähriger älterer Mönch, Ashin Ottamar, den einige vielleicht kennen, soll also oben im Mahatera-Zimmer wohnen, und da war es mal notwendig aufzuräumen. Die Schränke, Mikrofon, Kabel, alte CDs, Handbücher, allen möglichen Krempel und unter anderem auch ein Artikel vom Journal of Buddhist Ethics. Das ist eine akademische Zeitschrift über Buddhologie. Und in dem Artikel ging es um die esoterischen Lehren der Dhammakaya-Sekte. Das ist eine sehr einflussreiche Gruppe von Mönchen und auch sehr vielen Laienanhängern in Thailand, die weltweit 50 Zweigstellen haben, 2 davon in Deutschland. Kohle ohne Ende. Und bisher dachte ich, naja, die haben halt so verschiedene Unterschiede, Abweichungen in der Doktrin, kein Grund zur Aufregung. Aber was ich da gelesen habe, war doch schon etwas schräg. Und zwar gehen die ja zurück auf einen sehr bekannten Meditationsmeister, Lumbu Sot, der das berühmte Kloster in Thonburi, da Bangkok, Wat Phagnam gegründet hat und eine Meditationsmethode entwickelt hat, wo man so eine Kristallkugel in seinem Bauchnabel visualisiert, also eine ganz gute Methode für Samatha, um Geistesruhe hervorzubringen. Aber was ich nicht wusste, ist, dass er seit 1916 eine Vision hatte, wie sich alles verhält, die dann doch schon etwas anders ist, was wir also in den Suttas nicht finden. Nämlich am Anfang war das nichts, das kennen wir aus der Bibel oder ähnlichen Schöpfungsmythen. Und dann entstand als erster der Dhammakaya des Lichts und dann kurz darauf der Dhammakaya der Finsternis. Und aus dem Dhammakaya des Lichts wurde der Pradon Tat, der Buddha des Ursprungs der Elemente, heißt es wörtlich, geboren oder entstanden, und im Dhammakaya der Finsternis Mara. Aber nicht unser kleiner Mara, der hier uns immer Schabernack spielt und den Buddha geärgert hat, sondern der richtig böse, der richtig finstere Mara, der ganz mächtige Mara. Und ja, dieser Ur-Buddha oder Schöpfer-Buddha hat dann so die Welt erschaffen, und der böse Mara will sie ihm streitig machen. Und da ist jetzt eben so ein äonenlanger Kampf um die Vorherrschaft. Und dieser Lumbu Sot fühlte sich als Gesandter, sozusagen eine Art spiritueller Meister Yoda, gesandt vom Dhammakaya des Lichts, um die letzte Schlacht zu schlagen. Und wie wir alle wissen, also Lumbu Sot ist irgendwann Ende der 50er Jahre gestorben, hat nicht geklappt. Dhammakaya der Finsternis ist immer noch aktiv. Und aus dieser Bewegung haben sich verschiedene Zweigstellen herausgebildet, die alle sehr einflussreich sind. Also die eine davon haben in Savatthi ein Riesenzentrum gebaut mit einer riesigen Buddha-Statue, aber die sind noch relativ klein im Vergleich zu dieser Dhammakaya-Sekte, die also nun wirklich ganz dick im Geschäft ist und auch sehr mächtig ist. Und ja, das sind Schüler von Lumbu Sot, und nachdem Lumbu Sot als Gesandter des Lichts versagt hat, ist der Chef der Dhammakaya-Sekte Pradon Tat selbst, der zu uns gekommen ist, um die Sachen in die Hand zu nehmen. Und das sind eben Lehren, die dosiert unter der Hand weitergegeben werden an den inneren Zirkel und dann eben etwas abgemildertere Form an die weiteren und so weiter bis eben nach ganz außen. Das ist eben der typischen Merkmale einer Sekte. Auch mit den üblichen Drohungen, wenn also da jemand aussteigen will und derjenige, der das geschrieben hat, ist ein Aussteiger, der die im inneren Kern, im harten Kern der Bewegung war, und von daher weiß man eben, was die so vorhaben. Und die haben inzwischen so viel Einfluss, dass staatsanwaltliche Ermittlungen und ein Enthobungsverfahren seitens des ehemaligen, also inzwischen verstorbenen Sangharaja alle unter den Teppich gekehrt wurden. Ja, man mag das nun natürlich als Analogie auffassen, und das war dann eben auch der Einstieg jetzt für mein Thema. Nachdem ich im letzten Vortrag über die Mächte des Lichts gesprochen habe, also die 5 spirituellen Kräfte, die 5 spirituellen Fähigkeiten,
die fünf Dinge, die zu Selbstbewusstsein führen, die fünf Dinge zum Wachstum der Edlen führen und die sieben Schätze der Edlen. Alles Dinge, die mit Vertrauen anfangen und mit Weisheit aufhören. Das war also das Thema, die Mächte des Lichts. Und heute sollen also die Mächte der Dunkelheit drankommen. Gibt es ja auch einige Listen über die Sachen, die wir gerne loswerden möchten auf unserem kosmischen Kampf. Ja, der zweite Punkt war, dass ich dieses Anguttara Nikaya Suttenabendprojekt habe und es jetzt schon fast ein Jahr her ist. Mit dem Vortrag Buchwissen und Bauchwissen ging es um eine Lehrrede aus dem Sechserbuch. Und jetzt wäre jetzt eigentlich das siebener Buch dran gewesen, aber beim zu Ende lesen des Sechserbuchs sind mir eine ganze Reihe von ganz kurzen Lehrreden in die Finger gefallen habe ich halt gelesen, die unheimlich kondensiert, konzentriert, hochdosiert sind und die man am besten im Zusammenhang versteht und die genau zu diesem Thema passen. Die kosmische Schlacht, die letzte Schlacht gegen die Finsternis. Und der dritte Faktor war, dass diese Woche einer da war, ein Tagesbesucher, der eine Frage zum Thema Fesseln hatte. Und Fesseln ist ja nun eine der Mächte der Finsternis, passt ja auch dazu. Und dann ganz aktuell freue ich mich, dass ihr alle, die ihr hier seid, offenbar eine Fessel schon losgeworden seid, nämlich gebannt vor der Mattscheibe zu sitzen und das Fußballspiel Deutschland-Italien anzuschauen. Gut, so viel die Vorrede. Vielleicht mal ein paar Kräfte aus der Armee der Finsternis aufzählen. Also in den Sutten finden wir Listen über die Fesseln, über die Hindernisse, über die Arten von Begehren, über die Fluten, über die Herzenstrübungen, die Wurzeln des Unheilsamen und was es da nicht alles gibt. Und das knüpft jetzt an die Frage von Daniel von heute Mittag, nämlich, ist das dasselbe? Gehören die irgendwie alle in einen Topf oder bestehen da Unterschiede? Und es bestehen in der Tat Unterschiede, einmal in struktureller Hinsicht, das heißt, wie sehr diese Dinge unser Dasein durchdringen, wie sehr wir Zugriff dazu haben oder wie sehr sie sich unserem Zugriff entziehen. Das sind durchaus Unterschiede, die für die Praxis von Wichtigkeit sind, dass wir zum Beispiel Begehren und Begierde, war deine Frage heute, unterscheiden können. Also Begehren spielt in der ersten Liga, das ist nicht ganz oben. Begierde ist etwas, was schon weiter drunter liegt. Begehren ist etwas, was wir nicht per Willensbeschluss abschalten können. Es ist etwas, was wir nicht mal sehen können, sondern wir merken nur die Auswirkungen davon, nämlich, dass wir leiden. Begierde ist die Manifestation von Begehren im Sinne von etwas haben wollen. Wir alle empfinden die Tatsache, dass wir ja irgendwie da sind. Wir sind da, kein Zweifel. Nur wenn wir etwas suchen, mit dem wir beweisen können oder festlegen können, definieren können, uns identifizieren können, was wir denn nun eigentlich sind, dann merken wir, egal was wir hernehmen, das sind alles vergängliche Dinge und die zerrinnen uns zwischen den Fingern und wir sind dann wieder auf der Suche nach etwas Neuem. Sachen gehen kaputt, Beziehungen gehen kaputt, Klamotten, unser Körper geht kaputt und wir suchen dann wieder dieses Weltbild, was ich bin, mit neuem Zubehör zu reparieren. Und das ist Begehren. Begierde ist schon etwas spezieller, weil es sich nur auf das bezieht, was wir gerne haben wollen. Also zum Beispiel, ich habe Begierde nach meiner Robe, weil das ist das Zubehör für meine Rolle als Mönch. Brauche ich meine Robe, habe ich Begierde nach der Robe. Ich habe aber auch andere Bestandteile meiner Rolle als Mönch, wie zum Beispiel als Waldmönch hat man Zecken. Da habe ich keine Begierde, da habe ich Abneigung dagegen. Aber die Tatsache, dass ich diese Zecken auch hernehme, um meine Rolle als Waldmönch irgendwie festzulegen, bestätigt, dass es auch zu Begehren gehört. Also ich kann auch unangenehme Dinge begehren, aber ich kann sie im Sinne von Tanha, das ist diese oberste Liga, bedeutet auch Durst, dieser Wunsch, die Lücke zu füllen, irgendwie meinen Platz zu finden, Daseinsbegehren. Begehren nach Dasein. Das ist die oberste Schicht. Ich habe also Begehren auch nach unerfreulichen Dingen.
Die aktive Ausprägung von Begehren nennt man auch Ergötzen. Ich kann mich an unangenehmen Dingen ergötzen, aber ich kann sie nicht, ich habe keine Begierde danach. Das ist jetzt natürlich eine reine Definitionsfrage, welches Wort ich für was verwende, weil die deutsche Sprache ist nicht die Sprache des Buddha. Das heißt, wir müssen da irgendwann mal eine Definition treffen. Ich übersetze das Wort Tamaha mit Begehren, jemand anders nennt es vielleicht anders. Und Begierde haben wollen, also diese Dinge sind der vereinnahmende Aspekt. Ich definiere mich so. Abneigung ist, ich definiere mich so. In beiden Fällen schaffe ich eine Grenze. Ich befinde mich da in der Mitte. Das soll jetzt nur mal andeuten, wie es verschiedene Schichten von diesen dunklen Dingen gibt. Begehren kann ich nur durch die Praxis des achtfachen Pfades, wenn ich sie bis zum Ende durchziehe, beseitigen. Begierde kann ich auch mal zeitweilig beseitigen, indem ich mich von diesen Dingen, nach denen ich Begierde habe, zurückziehe, zum Beispiel in Samadhi, in der Sammlung. Dann sind die mal zeitweilig weg, aber weil sie noch zweite Liga sind, kommen sie gleich wieder, sobald ich eben so diese zeitweilige Befreiung davon verlassen habe. Die dritte Stufe davon, dritte Liga, wäre jetzt Habgier. Das hat dann schon eine ethische Komponente. Also aus Begierde kommt dann die Habgier, das ist also ein unethischer Impuls, etwas mir anzueignen, was vielleicht anderen gehört oder gehören könnte. Und da kann ich dann schon eine Entscheidung treffen. Also das unterliegt meinem Willen. Und diese drei Ebenen entsprechen auch in umgekehrter Reihenfolge den drei Übungsfeldern. Also Ethik, Sila, Geistestraining, Samadhi und Weisheit, Panya. Also die unterste Ebene, die Alltagsausprägung der dunklen Mächte, da kann ich mit guter Ethik, mit einer Entschlossenheit, was dagegen zu tun, bewirken. Die zweite Ebene kann ich nur durch Geistesschulung was bewirken. Die dritte Ebene kann ich nur durch die Frucht der Praxis beseitigen. Das ist insofern wichtig, weil wir, wenn wir diese dunklen Mächte verstehen wollen, aufpassen müssen, dass wir uns nichts vormachen, also dass wir nicht der Meinung sind, wir hätten dieses oder jenes schon bereits hinter uns, wenn es eigentlich noch gar nicht sein kann. Das heißt, dann ist dann ein Hinweis, dass wir vielleicht was falsch verstanden haben, worum es da überhaupt geht, was da überhaupt Sache ist. Weil der größte Fehler in der Schlacht gegen die Dunkelheit ist, dass wir die Mächte der Dunkelheit unterschätzen. Gut, ein weiterer Punkt, warum jetzt verschiedene Einzelteile dieser Listen von den Mächten der Dunkelheit in verschiedenem Zusammenhang mit verschiedener Bezeichnung auftauchen, gibt uns einen Hinweis, wie die funktionieren und auch einen Hinweis, wie wir damit arbeiten können. Zum Beispiel Triebe. Wir haben Probleme, diese Triebe zu überwinden, weil sie uns treiben. Sie treiben uns dahin, sie nicht überwinden zu können. Die gleichen Dinge nennt der Buddha aber auch Fluten. Das Problem bei den Fluten ist, die spülen uns hinweg. Sie spülen uns von unserem Entschluss, was dagegen zu tun, hinweg. Hindernisse, eine andere Dimension, die sind schwer zu beseitigen, weil sie uns daran hindern, sie zu sehen. Ja, das kennen wir alle. Hindernisse spielen sich ja auf der mittleren Ebene, in der zweiten Liga hauptsächlich ab. Die Hindernisse hindern uns daran, Sammlung zum Beispiel und Einsicht zu erlangen. Aber wir können sie nur beseitigen, wenn wir Sammlung und Einsicht erlangen. Also das ist so eine Zwickmühle, so eine Catch-22-Situation. Und da fällt mir ein Zitat vom ehrwürdigen Janavira ein, der gesagt hat, wir können diese Dinge nicht wie einen Nagel rausziehen, sondern wir müssen es wie rausschrauben. Das heißt, wir arbeiten auf einer Ebene und so nach und nach wird es besser. Nach und nach bekommen wir immer mehr Spielraum, immer mehr Freiheit, um die Situation dahingehend zu ändern, dass wir eben einen Durchbruch mit unserer Weisheit erzielen können. Da bin ich jetzt schon bei dem nächsten vorbereitenden Punkt, ist zum Beispiel Fesseln oder Triebe, nennt der Buddha manchmal auch in einem sehr lockeren Zusammenhang. Also nicht jetzt nur erste Liga, sondern der nennt auch Dinge, die sich dann in der zweiten und in der dritten Liga auswirken, Fesseln und Triebe. Und er nennt dann auch Maßnahmen, was wir da tun können. Komme ich aber später noch drauf. Ja, also dieser
Selbsterhaltungsaspekt ist das, was diese verschiedenen Kategorien der negativen Eigenschaften voneinander unterscheidet. Und wenn wir sie falsch verstehen, dann können wir uns selber was vormachen. Das gehört dann auch zu dem Selbsterhaltungsaspekt dieser Fesseln, auf die ich ja jetzt im Speziellen zurückkommen will, dazu. Das heißt, weil wir es nicht richtig verstehen, worum es da überhaupt geht, haben wir überhaupt keine Chance, dagegen vorgehen zu können. Gut, was sind die 10 Fesseln, die normalerweise genannt werden? An erster Stelle haben wir Sakkaya Ditti, die Persönlichkeitsansicht. An zweiter Stelle kommt dann Vichikicca, der Zweifel. An dritter Stelle kommt Silabhata Paramasa, das Überschätzen oder wörtlich Liebkosen von Gewohnheiten und Aufgaben. An dritter Stelle kommt dann Kamaraga, das ist das Sinnesbegierde, sagt man, oder ganz wörtlich das Wunschverhalten im Umgang mit Sinnesdaten reizvoll finden. Das wäre jetzt also der Versuch einer etwas klobigen, aber sehr wörtlichen Übersetzung. Das fünfte ist dann Patika, ist das Widerstreben. Dann geht es weiter mit Ruparaga, Begierde nach Form erleben und Form Dasein. Aruparaga, Begierde nach formlosem Erleben, formlosem Dasein. Dann kommt Mana, das ist Dünkel, Udaccha, Aufgeregtheit und Avijja, Unwissenheit. So, das war jetzt kurz die Liste. Ich habe das Feedback durchaus aufgegriffen, möglichst ohne Manuskript zu arbeiten, weil die Vorträge dann vielleicht lebendiger werden. Aber ich habe auch sehr viel Feedback bekommen in letzter Zeit, dass Menschen die Aufnahmen der Vorträge nicht nur anhören, sondern mehrmals anhören und regelrecht damit arbeiten, Dinge nachschlagen, so, und so eine Art Fernstudium. Von daher habe ich mir ein paar Notizen gemacht, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle und dann in meinen Aussagen zumindest exakt sein kann. Die ersten 5 dieser Fesseln werden die niedrigeren oder unteren Fesseln genannt. Die letzten 5 sind die oberen Fesseln. Manchmal gibt es die Übersetzung von niederziehenden und emporziehenden Fesseln, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, also weder sprachlich noch inhaltlich. Ich könnte mir vorstellen, wo das unter Umständen herkommt. Da komme ich jetzt als nächstes drauf, nämlich wie diese Fesseln überwunden werden. Die ersten 3 werden durch die Frucht des Stromeintritts überwunden. Das ist die erste Stufe des Erwachens, wo eben die ersten 3 Fesseln vernichtet werden. Die zweite Stufe des Erwachens, die Einmalwiederkehr, da werden die nächsten 2 Fesseln, Sinnesbegierde und Widerstreben oder Abneigung, geschwächt. Beim Nichtwiederkehrer sind die ersten 5 weg. Dann bleiben nur noch die anderen 5 übrig. Und vielleicht ist das der Grund, wo dieser Begriff emporziehende Fesseln herkommt, weil es gibt einen speziellen Sonderfall von jemandem, der also diese Stufe erreicht hat, die 3. Stufe der Nichtwiederkehr, der dann nacheinander verschiedene aufsteigende feinstoffliche oder also so Deva-Bereiche durchläuft. Aber das ist ein spezieller Sonderfall. Und es trifft aber trotzdem meines Erachtens nicht ganz zu, die emporziehende Fesseln zu nennen, weil dieser Aufstieg, dieses Emporsteigen ist ja nicht dadurch da, dass diese letzten 5 Fesseln noch da sind, sondern es kommt so zustande, dass die ersten 5 Fesseln weg sind. Die ersten 3 Fesseln, Persönlichkeitsansicht, Zweifel und Liebkosen, Anhaften, Ergreifen von Aufgaben und Gewohnheiten, sind verantwortlich dafür, dass in uns Geisteszustände entstehen können, die unter dem sind, was wir als menschlich bezeichnen. Tierische Geisteszustände in ihrer Auswirkung, in ihren unteren liegen Auswirkungen. Tierische Geisteszustände, dämonische Geisteszustände, höllische, gespenstische Geisteszustände, die uns in niedere Daseinsformen bringen können auch. Wenn wir das eben zur Gewohnheit haben oder eben sehr starke karmische Impulse dieser Art haben, führt es eben zur Wiedergeburt in einem Daseinsbereich, der unter dem Menschlichen liegt. Das heißt, in dem Moment, wo diese 3 Fesseln beim Stromeintritt vernichtet sind, ist das nicht mehr möglich. Wenn wir also die ersten 3 Fesseln vernichtet haben, entstehen in uns keine solchen Geisteszustände mehr und ist der, wie es so schön heißt, der Weg in die Abwelten abgeschnitten, zugemauert. Also da können wir nicht mehr
in tiefere Daseinsformen abgleiten. Von daher vielleicht der Begriff niederschmetternde Fesseln für die ersten fünf, wobei eben die ersten drei bereits ausreichen, dass eben keine niedere Wiedergeburt mehr möglich ist, deren Vernichtung. Ja, die Vernichtung der ersten fünf Fesseln der Nichtwiederkehrer, also das ist dann, die letzten fünf Fesseln lassen nur noch einen Geisteszustand zu, der so subtil ist und sich nach außen nicht mehr in Zorn und in Gier äußert, dass man sagt, ein Nichtwiederkehrer ist von außen, von einem, der keine übersinnlichen Fähigkeiten hat, nicht mehr von einem Arahant zu unterscheiden. Der Arahant hat alle Fesseln vernichtet. Also die fünf oberen Fesseln sind sehr subtile Fesseln. Jetzt gehe ich mal vielleicht auf die Fesseln im Einzelnen ein. Die erste Sakkaya Ditti, Persönlichkeitsansicht, wird ja oft missverstanden. Also Sakkaya Ditti ist nicht eine Meinung, die wir haben, irgendeine spirituelle Theorie über die Seele oder irgendwas. Weil da kann ich sagen, okay, ja, das ist Quatsch, ich lege jetzt diese Theorie ab und damit habe ich die erste Daseinsfessel überwunden. Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Die erste Daseinsfessel ist das, was uns dazu bringt, immer die Frage zu stellen, aber wer? Wir hören vom Buddha über Anatta und dass alles unpersönliche Prozesse sind und dass alles bedingt entstanden ist. Aber wer denkt denn über sowas nach? Aber wer handelt denn? Aber wer fühlt denn? Also diese Tendenz, dass da doch irgendjemand ist. Ich bin doch da, ist Sakkaya Ditti. Das ist zunächst mal nicht unterscheidbar von dem Ich-Dünkel, Asmimana, von dem Gefühl, ich bin doch da. Der Unterschied wird eigentlich erst klar, wenn man die erste Fessel abgelegt hat, wenn Sakkaya Ditti, diese Ansicht, weg ist. Weil der Strom eingetreten hat, die ersten drei, die haben ja noch diesen Ich-Dünkel. Erst der Arahant hat keinen Ich-Dünkel mehr, dieses Gefühl, ich bin doch da. Nur ab dem Stromeintritt, wenn da mal gesehen wurde, wenn wir also den Pfad betreten haben, richtig und echt, den achtfachen Pfad, sehen wir, dass dieses Gefühl, ich bin, eine Täuschung ist. Das ist das, was Ajahn Chah genannt hat, die Schizophrenie des Stromeingetretenen. Dieser Widerspruch zwischen dem, was durch Sehen erkannt wurde und dieses, in einer Lehrrede heißt es sowieso, wie der Duft einer Blume anhängt, so dieses Gefühl, ja, aber ich bin doch da. Nur dieses Ja, aber, das fällt dann auf jeden Fall weg, wenn Sakkaya Ditti weg ist. Sakkaya Ditti bedeutet wörtlich ein existierender Körper. Sat, Kaya, da ist was da. Da ist doch etwas mehr als diese vergänglichen Dinge, die ich alle beobachten kann. Da muss doch irgendwas sein. Das ist Sakkaya Ditti. Wir hatten kürzlich eine Diskussion hier, war jemand, der gesagt hat, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was mit meinem Körper nach meinem Tod geschieht, dann fördere ich damit Sakkaya Ditti, weil ich mich da um meinen Körper kümmere. Auch das, denke ich, ist nicht besonders hilfreich, um mit Sakkaya Ditti umgehen zu können. Die ersten drei Fesseln werden in einer Lehrrede, die Sabhasava Sutta heißt, Majjhima Nummer 2, alle Triebe Sutta, als Triebe bezeichnet. Also da sieht man auch schon wieder, dass der Buddha die gleichen Dinge unter verschiedenen Aspekten beleuchtet und sich in manchen Fällen nicht so starr an eine Terminologie technischer Ausdrücke hält. Und da wird gesagt, die ersten, also drei Triebe, Persönlichkeitsansicht, Zweifel und eben dieses Festhalten, Liebkosen, Überschätzen von Gewohnheiten und Aufgaben, wird durch Sehen überwunden. Beim Stromeintritt, die Sicht, Samaditti, die richtige Ansicht, dadurch wird es überwunden. Die zweite Fessel, Zweifel, ist nicht das Nichtwissen. Also in Unsicherheit sein. Also ich habe Zweifel, ob es morgen regnet oder schönes Wetter ist. Das ist nicht damit gemeint. Das heißt auf Pali Kanka. Vichikicca ist das Besserwissen. Ich bezweifle etwas. Kann man natürlich sagen, naja, aber ich habe doch die Buddha-Lehre voll akzeptiert. Also ich bezweifle da gar nichts. Ich glaube das alles. Aber eine Daseinsfessel ist, wie ich also schon sagte, erste Liga. Das ist nicht etwas, was wir auf Verstandesebene bearbeiten können. Das wäre dritte Liga. Also diese Form von Zweifel ist etwas, was ganz tief steckt. Also der ist wirklich weg,
erst dann, wenn wir tatsächlich gesehen haben, wie sich die Dinge verhalten. Nicht, weil wir gute Buddhisten sind und das irgendwo gelesen haben und dann glauben und alles unterschreiben können. Das ist nicht die Überwindung des Zweifels. Also dieser Zweifel ist etwas, was wirklich existenziell uns in den Knochen steckt. Das sind Daseinsfesseln. Die fesseln uns ans Dasein, die fesseln uns an unsere leidhafte Situation. Das ist nichts, was man sich am Kamin im Lehnstuhl zurücklegt, Pfeifchen in der Hand und sagt, ja, ja, das sind schon weise Worte, die der Buddha gesprochen hat. Finde ich wunderbar. Da ist harte Arbeit erforderlich. Wir müssen da wirklich ans Eingemachte gehen. Und wir können dabei, wie gesagt, nicht auf dieser ersten Liga anfangen, sondern wir müssen auf einer tieferen Ebene anfangen. Komme ich aber noch darauf. Sila Bhadra Paramasa, das Überschätzen, Liebkosen, Ergreifen, Anhängen an Gewohnheiten und Aufgaben oder Gewohnheiten und Pflichten. Sila wird manchmal mit Ethik oder Ritual oder Regel übersetzt und Vata wird manchmal mit ja auch religiöse Observanz oder irgendwie sowas übersetzt. Das bedeutet es auch, aber im speziellen Fall. Also im allgemeinen Fall bedeutet Sila Gewohnheit, Charaktereigenschaft zum Beispiel auch. Und Vata ist eben alles, was wir zu tun haben. Das sind Aufgaben und Pflichten. Friedrich Nietzsche hat mal geschrieben, der Mensch kann nicht ohne Aufgabe leben. Ist klar, wir brauchen einen Sinn des Lebens. Wir suchen uns einen Sinn des Lebens. Das sind unsere Aufgaben. Die Aufgaben bestätigen auch meinen Platz. Ich mache meine Aufgabe gut, das rechtfertigt, dass ich bin. Und wenn ich meine Aufgabe schlecht mache, dann besteht eben die Aufgabe darin, alles schlecht zu machen. Meine Aufgabe ist, ein Versager zu sein. Wir können dem nicht entkommen. Das ist auch eine Daseinsfessel. Und vor allem, wir können dem nicht entkommen, indem wir sagen, ja, anhaften an Regeln und Ritualen. Ich verzichte auf alle Ethikregeln, ich mache das also nur Metta. Ich habe viel Metta, da mache ich automatisch alles richtig und dann muss ich mich an die 5 Ethikregeln halten. Das ist also geradezu spiritueller Selbstmord, weil die 5 Ethikregeln die konkretesten Handlungsanweisungen sind, die wir haben, um unseren Geist auf einer menschlichen Ebene zu halten. Wenn wir die 5 Ethikregeln einhalten, so sagt uns der Buddha, dann ist uns, also wenn wir das zur Gewohnheit haben, dann ist das die Voraussetzung, um wieder als Mensch geboren zu werden. Also zu sagen, ich habe die 3. Daseinsfessel überwunden, indem ich auf Ethik verzichte, ist absoluter Wahnsinn. Und zu sagen, naja, das bezieht sich auch auf Kult und Rituale und das, was die Mönche da immer machen mit Chanting und Räucherstäbchen, das lasse ich auch alles weg. Dann habe ich diese 3. Daseinsfessel überwunden. Das ist einfach ein Missverständnis. Eine Daseinsfessel kann man nicht überwinden, indem man irgendwelche Sachen macht oder nicht macht. Weil wenn ich es nicht mache, dann ist meine Aufgabe eben, es nicht zu machen. Und wenn ich sage, das bezieht sich auf religiöse Rituale, dann ist ja jemand, der völlig unreligiös ist, praktisch schon ein Stromeingetretener. Das ist ja auch ein Widerspruch irgendwie, ne? Gut, Kama, Raga. Wenn wir sagen Sinnesbegierde, dann klingt das manchmal so nach Sex. Und wenn wir dann vielleicht sagen, ja, ich lebe ja enthaltsam und als Mönch habe ich gar keinen Sex, habe ich Frauen interessieren mich gar nicht mehr, war eh nur alles immer Stress, habe ich gar keine Begierde nach Sinnlichkeit mehr. So ist es nicht. Sondern Sinnlichkeit ist alles, was wir durch die Sinne eben zu uns führen. Und das Problem ist, dass die deutsche Sprache sich in diesem Fall nicht so richtig mit dem Pali und mit der Buddha-Lehre in Einklang bringen lässt. Also das Wort Sinne gibt es im Pali überhaupt nicht. Es gibt Fähigkeiten, in Klammer Sinnes, Bindestrich, Fähigkeiten. Es gibt Gebiete, in Klammer Sinnes, Bindestrich, Klammer zu, Gebiete. Es gibt die Sinnessphären, aber das Wort Karma, was wir immer mit Sinnlichkeit oder Sinnesbegierde oder Kamaguna, die Strenge des Sinnesvergnügen, also ich übersetze die ja auch so, weil mir kein besseres Wort einfällt, das Wort Karma bedeutet eigentlich wünschen. Das heißt, wir finden unseren Platz darin, dass wir zwischen unseren Sinnesdaten ständig hin und her springen. Also einmal, weil wir keine Sammlung haben, um bei einer Sache zu bleiben, aber auch andererseits, weil wir eine Bestätigung darin finden, dass wir wie so ein Affe zwischen dem, was wir haben wollen, hin und her springen und von dem wegspringen, was wir nicht haben wollen.
Also diese ständige instinktive Reagieren, das nicht, das will ich und ständig unterwegs sein, das ist Karma. Also zum Beispiel in den meditativen Vertiefungen sind die Sinne nicht ausgeschaltet, aber sie springen nicht mehr. Rupa bedeutet, da ist noch Formerleben da, aber es ist kein mag ich nicht mehr dabei. Es ist kein Hin- und Herspringen mehr da. Es ist das Ruhen in einem Objekt, was diese Zustände ausmacht. Aber diese stimulierende Kraft, stimulierende Eigenschaft von diesem Hin- und Herspringen, von diesem ständigen Bewerten auch irgendwie, ist das, was die Fessel ausmacht, was mich ans Dasein kettet. Und es manifestiert sich dann in niedriger Ebene als Begierde und als Habgier auf ethischer dritter Liga. Diese Fesseln, was sagt das, die beim Einmalwiederkehrer, die vierte und fünfte Fessel beim Einmalwiederkehrer geschwächt werden und beim Anagami, beim Nichtwiederkehrer ganz weg sind. Aber ich denke, dass bereits beim Stromeintritt, also ein Teil davon sich nicht mehr so sehr in der zweiten und dritten Liga manifestiert. Ist auch klar, ein Stromeingetretener wird, da komme ich auch noch drauf, hat ein ganz anderes Verhältnis zur Ethik als jemand, der vorher Ethik praktiziert. Das Gleiche gilt eben für Patiga, für Widerstreben, was sich eben in Zorn manifestiert. Also jemand, der die fünfte Fessel überwunden hat, ein Nichtwiederkehrer, hat keinen Zorn mehr, der wird nicht mehr zornig. Gut, also was übrig bleibt, wenn wir Nichtwiederkehrer geworden sind, ist, dass die Begierde nach Form erleben, also wo ich eben nicht mehr hin und her springe, wo ich keine Anhaftung zum Beispiel an den Körper mehr habe. Also ich kenne ein paar Leute, wo ich der Meinung bin, das sind Nichtwiederkehrer, also die sind schon ziemlich Chai, wie man sagt auf Thai, ne? Also ziemlich, haben das schon ziemlich losgelassen da, so diesen Besorgnis um ihren Körper. Aber eben dieses formhafte Dasein, dieses Ruhen in einem Objekt, was sich dann auch niederschlägt in einem entsprechenden Daseinsbereich, wenn das eben zur Gewohnheit wurde, ist noch nicht überwunden. Und dann das Gleiche für formlose Dasein, also da kann ich nicht viel drüber sagen, weil das irgendwie nicht in meiner Reichweite ist. Das ist jetzt sozusagen nur die Fortsetzung von dem, was ich verstehen kann und versuche das irgendwie anzuwenden auf das, was da in den Suttas drin steht und versuche eben so unvoreingenommen und mit möglichst wenig Einmischung das zu übersetzen und zu kontemplieren, was uns da überliefert wurde. Und so wird es eben auch erklärt. Dann die dritte von den oberen Daseinsfesseln ist Mana, ist Dünkel. Dünkel ist das, was übrig bleibt, wenn Sakkaya Ditti weg ist, also dieses Ich-Bin-Gefühl. Und Ich-Bin setzt sich ja immer in Beziehung mit irgendwas, insbesondere mit Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und manifestiert sich dann in der zweiten Liga als Ich bin besser, Überheblichkeit, Überlegenheitsdünkel, oder ich bin schlechter, Minderwertigkeitskomplexe, oder ich bin gleich. Das ist auch zweite Liga. Aber in allgemeinster Form dieses Gefühl, ich bin Mana, ist eine Daseinsfessel. Dann eine Aufgeregtheit wurde mir mal so erklärt, das ist so das Gefühl, irgendwie noch gebraucht zu werden, irgendwie, dass da noch was zu tun ist. Und die letzte Unwissenheit, Avijja, wird manchmal zu Recht auch erklärt als ein Wahnwissen, weil also man muss da aufpassen, also Unwissenheit bedeutet nicht, dass da irgendwie Wissen fehlt und dass man dann eben nur so nachschlagen muss und dann weiß man es, sondern das ist also eine grundsätzlich falsche Sicht der Welt. Unwissenheit ist ja nicht nur eine Fessel, ist auch ein Trieb, der Unwissenheitstrieb, der sich eben darin manifestiert, dass wir alle Dinge in unserem Erleben als Zubehör für unsere Rolle, für unseren Platz im Universum hernehmen. Sankhara, alle Unwissenheit bedingt Sankhara. Unwissenheit bedingt, dass aus Dingen einfach Sankharas werden, Gestaltungen, Bedingungen für den Platz, den ich hier einnehme. Dinge, die ich dann verteidigen muss gegen andere, die ich verteidigen muss gegen das Kaputtwerden und so weiter. Ja, also ich sagte bereits, dass mit den vier Früchten auf dem Weg, also die vier Erwachensstufen,
diese Fesseln stufenweise abgeschnitten werden oder eben abgeschwächt bei der Einmalwiederkehr. Aber wenn sie weg sind, sind sie weg. Das heißt, wenn sie weg sind, wissen wir auch, dass sie weg sind. Es muss uns keiner bestätigen, wir brauchen kein Diplom von einem Meditationslehrer, sondern das wissen wir dann. Also gut, wir können uns auch was vormachen, aber wenn wir es tatsächlich wissen, dann wissen wir das. Das sage ich deswegen, weil es Meditationssysteme gibt, die sagen, ja, man kann irgendwie ein Arahant werden, aber man weiß es noch nicht so richtig und man muss sich erst dran gewöhnen und das muss sich erst mal so langsam einspielen, dass da die Fesseln weg sind. Also das ist in keiner Weise in Übereinstimmung mit dem, was ich von den Meistern gehört habe oder in den Suttas gelesen habe. Also da gibt es kein erstmal Üben für ein Arahant zu sein oder ein Strom eingetreten oder was auch immer. Sondern wenn die Fesseln weg sind, sind sie weg. Genauso wie sie eben noch da sind, wenn sie noch da sind. Das ist eben die selbsterhaltende Struktur. Wenn sie dann tatsächlich einstürzt, stürzt sie komplett ein. Aber es sieht schon irgendwie nach einer aussichtslosen Situation aus. Ne? Wenn sich Unwissenheit insofern selber beschützt, weil wir nicht mal wissen, dass wir unwissend sind, was können wir denn da tun? Und da kommt eben das Arbeiten auf der zweiten und dritten Liga mit ins Spiel. Das ist der Grund, warum der Buddha eben dieses Training so gelehrt hat. Fängt an mit Ethik. Wenn wir also auf der untersten Ebene nichts tun, können wir das komplett uns aus dem Kopf schlagen, dass wir Unwissenheit auf der höchsten Ebene beseitigen können. Ja, also um auf diese Sabhasava-Sutta über die Lehrrede von den Trieben zurückzukommen. Die Triebe in niedrigerer Liga werden durch zum Beispiel Essenskontemplation überwunden, durch Vermeidung schlechter Freunde wird da genannt, durch Erdulden von Hitze und Kälte, durch Sinneskontrolle, durch Entfernen von schlechten Gedanken. Das sind Dinge, die wir tun können. Wie ich vorhin schon sagte, der Buddha hat eben bestimmte Begriffe auch mal etwas lockerer angewendet auf jetzt nicht die Triebe selbst, den Unwissenheitstrieb, den Daseinstrieb, den Sinnestrieb und dann manchmal wird auch noch der Ansichtstrieb genannt, sondern auf die Auswirkungen. Der Sinnestrieb äußert sich daran, dass ich über mein Essen herfall und beim Essen rede und sinnlos das Zeug in mich hineinschlinge, ohne zu versuchen, das zu verstehen. Und dem wirke ich entgegen, indem ich Essenskontemplation mache und meine Mahlzeit im Schweigen einnehme. Wenn ich grobstoffliche Nahrung völlig verstanden habe, bin ich ein Anagamiya, nicht Wiederkehrer. Wenn ich das Prinzip von Nahrung komplett verstanden habe, bin ich ein Arahant. So steht es in den Suttas. Das heißt, wenn ich auf dieser unteren Ebene arbeite mit der Auswirkung der Triebe, zum Beispiel beim Essen, mit Essenskontemplation, da ist eine Wechselwirkung da zwischen den Auswirkungen in der dritten Liga und zweiten Liga und den Trieben insgesamt. Das heißt, ich bringe mich in eine Situation, wo ich den auf den Pelz rücken kann. Denn wir haben keine andere Wahl, den dunklen Mächten auf der obersten Ebene zu begegnen, als ihnen auf die Finger zu schauen. Zu schauen, wie funktioniert denn das Spiel, wenn ich zornig werde und wo kommt denn plötzlich dieser zornige Typ her? Ich. So funktioniert Weisheit. Aber ich brauche auch die Fähigkeit, diese Untersuchung auf den Punkt zu bringen und auch da mal eine Zeit lang anhalten zu können. Und ich brauche auch die innere Sauberkeit, ethische Sauberkeit, um überhaupt hinschauen zu können. Wenn ich ständig irgendwas mache, wo ich mir selber und anderen schade, ja, da kann ich nicht in den Spiegel schauen, da brauche ich mich nicht wundern, wenn sich da Hindernisse aufbauen, die im Nebelschwaden aufwerfen, dass ich mein Inneres gar nicht betrachten kann. Erdulden von Hitze und Kälte heißt ja nun auch nicht, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, die Heizung anzustellen, darauf verzichte, sondern es bedeutet eben, dass ich nicht ausflippe, wenn es mal zu heiß oder zu kalt ist oder wenn es stinkt oder wenn Moskitos rumsurren oder was halt da in dieser Lehrrede genannt wird. Triebe überwinden durch Vermeiden. Wenn ich die Wahl habe, auf ein Praxisumfeld zu verzichten, was eben der Praxis entgegenspricht, also Leute, die sich überhaupt nicht interessieren für Ethik zum Beispiel, zu vermeiden, dann tue ich das. Das ist die Arbeit, die vorbereitende Arbeit in der dritten und zweiten Liga, um den Einfluss der Triebe und der Fesseln auf der ersten Ebene aufzuweichen.
Die Überwindung der Triebe ist möglich, so fängt diese Lehrrede an, für jemanden, der weise erwägt, nicht für jemanden, der unweise erwägt. Der Unterschied zwischen weisen und unweisen Erwägen ist, unweise ist alles im Sinne von ich, mir, mein Problem, meine dunklen Seiten, meine hellen Seiten, und die weise Erwägung ist im Sinne der vier edlen Wahrheiten. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern das sind Gesetzmäßigkeiten. Da ist Leiden, das hat seinen Ursprung und es gibt eine Möglichkeit, was dagegen zu unternehmen. So, nun komme ich zu dem Teil mit diesen kleinen kurzen Lehrreden aus dem Sechserbuch, die wunderbar dazu passen, wie das überhaupt funktioniert. Weil wenn wir viele Lehrreden lesen, dann haben wir da auf der einen Seite immer den Putuchana, den Weltling, der überhaupt nichts blickt. Und dann, das ist die Praxis des edlen Schülers. Und so funktioniert's. Aber was machst du, wenn du irgendwie dazwischen bist? Also irgendwie ist ja keiner von uns jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, dass eine spirituelle Praxis möglich ist, dass Ethik gut ist. Das wissen wir alle. Das haben wir auch irgendwie schon ziemlich tief drin. Aber der edle Schüler, der ja nun jemand ist, der irgendwie Stromeintretender zumindest ist, jemand, der sich im Vorfeld des Stromeintritts befindet, da ist irgendwie, ja, was macht man da, was passiert denn da in der Zwischenzeit, so in der Zwischenstufe? Und da genau greifen diese kleinen Lehrreden aus dem Sechserbuch. Die 87. Ein mit sechs Eigenschaften Behafteter ist, wenn er auch die gute Lehre hört, nicht in der Lage, in Gewissheit einzudringen, in die Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge. Ich lese es nochmal vor, weil das ist, wie gesagt, das ist ultra konzentriert. Jemand, der sechs Eigenschaften hat, schlechte Eigenschaften natürlich, dunkle Eigenschaften, Darth Vader in Aktion, der innere Darth Vader. Wenn er auch die gute Lehre hört, das heißt, die Lehre ist verfügbar, aber er kann nichts damit anfangen. Er ist nicht in der Lage, in Gewissheit einzudringen, in die Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge. Das klingt sich etwas ein in die Ethik des Edlen, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Gewissheit, Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge. Ich habe schon mal einen Vortrag über Ethik gegeben, wo es die zwei Arten von Betrachtung gab über Ethik. Nämlich das eine ist, wenn ich jetzt töte, lüge, stehle, sexuelles Missverhalten übe und mich berausche, dann werden mich die Weisen tadeln, dann mache ich mir selber Vorwürfe, dann komme ich nach dem Tod in eine schlechte Daseinsfährte. Das kontempliere ich immer und das hält mich davon ab, eben unheilsame Dinge zu tun. Oder ich sage, der Buddha hat sich ja recht, also befolge ich die fünf Ethikregeln. Oder als guter Buddhist macht man das, also befolge ich die fünf Ethikregeln. Das ist eine Praxis, die noch nicht die Gewissheit hat, noch nicht die Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge erkannt hat. Wenn ich ein Edler bin, dann kommt das Zurückschrecken von unheilsamen Dingen, wie es in einem Gleichnis heißt, wie das Kind, das eine heiße Herdplatte anfasst. Dem muss man nichts erzählen. Das heißt, vorher kann man sagen, fass da nicht hin. Doch, du sollst da nicht hinfassen. Ja, aber in dem Moment, wo das Kind mal hingefasst hat, brauchst du nichts mehr erzählen. Also das ist der Unterschied. Da ist kein Erwägen und kein Kontemplieren mehr notwendig und Nachdenken, sondern in dem Moment ist die Gewissheit und die Richtigkeit erkannt, dass man eine heiße Herdplatte nicht anfasst. Und genau darauf bezieht sich das. Bezieht sich natürlich nicht nur auf Ethik, sondern auch auf alles andere, was den Pfad ausmacht. Gut, was sind jetzt diese Behinderungen? Also da gibt es drei verschiedene Lehrreden. Die einmal geht es um Vorbedingungen, also was uns praktisch die Praxis generell unmöglich macht. Also wenn man seiner Mutter das Leben geraubt hat, wenn man seine Mutter umgebracht hat, einen Vater umgebracht hat, einen Arahant umgebracht hat, mit verdorbenen Herzen das Blut eines Sogegangenen vergossen hat, also einen Buddha verletzt hat absichtlich, wenn man die Sangha gespalten hat, wenn man von schwacher Weisheit ist, dumm, ein Schafskopf. Also Schafskopf steht da tatsächlich drin, wörtlich. Das sind die sechs Eigenschaften, die es einem unmöglich machen. Eben, wenn wir die Lehre auch hören, was damit anfangen zu können, eben in diese Gewissheit einzutreten,
in die Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge. Das ist eine ganz wörtliche Übersetzung. Bei Jnanatiloka in der marktgängigen Übersetzung kommt der Punkt leider nicht besonders gut raus. Er ist zwar ein sehr guter Pali-Kenner, aber hat irgendwie diese Punkte nicht so gut herausarbeiten können. Deswegen habe ich das alles nochmal neu übersetzt. Gut, diese Gewissheit ist bereits beim Anusari dabei. Jemanden, der den Weg zum Stromeintritt betreten hat, aber unter Umständen, das heißt nicht nur unter Umständen, der nicht weiß, dass er ein Anusari ist, der ist noch Aniyato, der ist noch nicht sich klar darüber, wo er jetzt steht, hat aber bereits die Ursachen gelegt. Also das ist der einzige von diesen 8 edlen Personen, der nicht weiß, was er ist. In dem Moment, wo die Frucht da ist, um Stromeintritt, ist Klarheit da, weil auch der Zweifel, die Fessel des Zweifels ja beseitigt ist. Und mit der Frucht ist eben dann auch Klarheit darüber da, wo man steht. Aber eben jemand, der auf dem Weg dahin ist, kann bereits diese Gewissheit haben über heilsame Dinge. Der weiß bereits, dass es weh tut, eine heiße Herdplatte anzufassen. Gut, das Gegenteil davon, jemand, der mit 6 Eigenschaften ausgestattet ist, wenn er die gute Lehre hört, ist in der Lage, in Gewissheit einzudringen, in die Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge. Und das ist eben das Gegenteil davon. Der hat seine Mutter nicht umgebracht, den Vater nicht, den Arahant nicht, hat keinen Buddha verletzt, hat nicht die Sangha gespalten, er verfügt über Weisheit, ist nicht dumm, kein Schafskopf. Das sind sozusagen die Vorbedingungen, um diese Stufe zu erreichen. Dann kommt die zweite Lehrrede, da heißt es 6 Eigenschaften. Man ist durch gegenwärtige Handlung, mit Behinderung durch gegenwärtige Handlung behaftet, mit Behinderungen durch Herzenstrübungen. Er ist mit Behinderung durch die Frucht früherer Handlungen behaftet. Das kommt jetzt hier dieses Zeitliche mit rein. Und er ist ohne Vertrauen, ohne Eifer und von schwacher Weisheit. Und man ist in der Lage, in Gewissheit einzutreten, wenn man eben nicht durch gegenwärtige Handlungen gehindert ist, nicht durch Herzenstrübungen behindert ist, nicht durch die Frucht früherer Handlungen behindert und voll Vertrauen, Eifer und über Weisheit verfügt. Also was das im Einzelnen bedeuten kann, also ich glaube, da könnte man einen Workshop drüber machen. Behinderungen durch gegenwärtige Handlungen, was das sein könnte, was einem unmöglich macht, die Lehre so zu verstehen, dass sie auch angewendet werden kann in diesem Sinne. Frucht früherer Handlungen, gut, da haben wir wenig Einfluss drauf. Also was wir in früheren Leben gemacht haben, wenn uns das behindert. Aber ich denke, Menschen, die sich von der Buddha-Lehre angesprochen fühlen, die auf einen Fußballabend verzichten, haben vielleicht dieses Hindernis nicht. So, und jetzt kommt die nächste Stufe, 6 Eigenschaften, die also diesen Eintritt in Gewissheit verhindern sind, wird die vom so gegangenen, also vom Buddha, Tathagata, verkündete Lehre und Disziplin vorgetragen, so hört er nicht gut zu, ist nicht ganz Ohr, etabliert nicht das Erkenntnisherz, das Sinnlose greift er auf, das Sinnvolle lässt er aus, er ist mit lehrwidriger Akzeptanz ausgestattet. Das ist jetzt wieder eine ganz wörtliche Übersetzung, wie gesagt, um meinen eigenen Senf so weit wie möglich, zumindest aus der Übersetzung raushalten, der kommt jetzt anschließend. Das Sinnlose greift man auf, ja, wie kann denn was sinnlos sein, wenn die Lehre des Tathagata vorgetragen wird? Es kann sinnlos werden, wenn man Dinge aus dem Zusammenhang rausreißt und die dann in einen falschen Zusammenhang reinstellt. Bringe ich nachher noch ein Beispiel. Und lehrwidrige Akzeptanz, also das heißt Ananulomika Kanti. Kanti bedeutet Duldung, das heißt ja akzeptieren einfach. Und Anulomika bedeutet im Sinne des Dhamma. Und er ist eben nicht mit sowas ausgestattet. Und wer 6 Eigenschaften hat, die das Gegenteil sind, also wenn die Lehre vorgetragen wird oder wenn man sie liest, ist dasselbe, hört man gut zu oder liest genau und macht sich Gedanken drüber, ohne über das, was da steht, statt zu kommentieren, aber ich meine so und so und habe da und da gelesen und der Rinpoche sagt aber das und der Kuba Ajahn sagt das, wie passt denn das zusammen, sondern versuchen, das einfach mal so unvoreingenommen wie möglich aufzunehmen. Das bedeutet gut zuhören und ganz Ohr sein, das Erkenntnisherz etablieren, das Sinnvolle aufgreifen, das Sinnlose auslassen
und mit lehrgemäßer Akzeptanz ausgestattet sein. So, wo steht jetzt diese lehrgemäße Akzeptanz? Wo steht dieser Eintritt in die Richtigkeit? Haben wir gleich die nächste Lehrrede. Dass aber ein Bhikkhu, der irgendeine Gestaltung als beständig betrachtet, der irgendeine Gestaltung als wohlbringend betrachtet, der irgendein Ding als selbst betrachtet, mit lehrgemäßer Akzeptanz ausgestattet sein wird, ist unmöglich. Dass er ohne lehrgemäße Akzeptanz in Richtigkeitsgewissheit eintreten wird, ist unmöglich. Dass er ohne in Richtigkeitsgewissheit einzutreten, die Frucht des Stromeintritts oder die Frucht der Einmalwiederkehr, die Frucht des Nichtwiederkehrers oder Arahantschaft verwirklichen wird, ist unmöglich. Und dann kommt die Umkehrung. Also hier haben wir genau die Reihenfolge. Zunächst mal annehmen, dass alle Gestaltungen unbeständig sind, dass alle Gestaltungen leidbringend sind und dass alle Dinge nicht selbst sind. Also wenn wir dem widersprechen, das heißt, wir reservieren irgendwo was, dann ist es unmöglich, lehrgemäße Akzeptanz zu erlangen. Das ist noch kein Stromeintritt, wie wir hier aus diesem Zusammenhang erkennen, weil als Folge von dieser lehrgemäßen Akzeptanz dann eben der Eintritt in die Richtigkeitsgewissheit kommt. Das ist eben zu sehen, dass heilsame Dinge einen weiterbringen, auch zu sehen, was heilsame Dinge überhaupt sind. Und der Mahabhua hat gesagt, ihr erkennt ja noch nicht mal die Kilesas. Wie wollt ihr die Kilesas bekämpfen, wenn ihr sie noch nicht mehr erkennt? Und dann als Ergebnis dieses Eintritts in die Richtigkeitsgewissheit die Frucht des Stromeintritts, Einmalwiederkehr, Nichtwiederkehr oder Arahantschaft. Also das ist, diese letzten Suttas da im Sechserbuch füllen genau diese Lücke zwischen dem Putujana, dem Weltling, der keine Ahnung hat, und dem edlen Savaka, Arya Savaka, der eben auf dem Pfad schon fröhlich dahin wandelt und höchstens noch 7 Leben vor sich hat. Und das ist genau das, was da dazwischen fehlt, und das ist die Arbeit, die wir tun können im Vorfeld der Schwächung der Fesseln. Das heißt, erstmal müssen wir uns natürlich intellektuell mit der Lehre auseinandersetzen. Wir müssen alle Tendenzen in uns erkennen, irgendwo etwas zu reservieren, was vielleicht auch ewig sein könnte, denn dieses Ich fühlt sich ja ewig an. Wir können alles anschauen, ringsrum um uns herum vergeht alles, die Blätter, da wächst das Gras wieder, Sachen gehen kaputt, der Körper geht kaputt, das können wir alles wunderbar betrachten. Aber wer betrachtet denn? Ne? Also dieses Männchen da oder hinter den Glasscheiben oder Weibchen, je nachdem, fühlt sich immer ewig an. Ich bin immer ich. Bilder aus meiner Kindheit, das war ich. Sieht völlig anders aus, ganz anderer Körper. Die Zellen tauschen sich, glaube ich, alle 7 Jahre mal komplett aus und irgendwie sowas. Aber das bin immer ich. Und erstmal anzunehmen, dass da nichts da drin irgendwo ist, was eben ich ist, sondern dass dieses Gefühl, ich bin, von vergänglichen Dingen konditioniert ist. Das ist Paticca-Samuppada. Das erstmal so anzunehmen, das ist der erste Schritt. Und ja, ich denke, diese lehrgemäße Akzeptanz ist auch schon keine Kleinigkeit mehr. Ne? Also einfach nur zu sagen, Buddha finde ich toll, die Lehrreden super, das ist noch keine lehrgemäße Akzeptanz. Denn im Grunde gehört es dazu, dass wir diesen Widerspruch zwischen unserem Erleben, aber ich bin doch immer da, und dem, was der Buddha gesagt hat, erstmal sehen, dass da ein Widerspruch ist. Wenn wir einfach nur die Suttas und den Buddha und den Buddhismus und den Dalai Lama und was weiß ich, wen alle toll finden, damit ist noch nichts gewonnen. Das mag vielleicht ein aufkeimendes Vertrauen sein, was ja auch nicht schlecht ist, aber das hat noch nichts mit lehrgemäßer Akzeptanz zu tun, denn das Wort Kanti bedeutet, da geht uns schon mal was gegen den Strich. Duldung. Akzeptanz ist vielleicht zu schwach übersetzt. Das heißt, der Widerspruch, den muss ich erstmal sehen, und dann muss ich sagen, okay, aber der Buddha hat sicherlich recht. Weil so wie ich mir das vorstelle oder wie ich das empfinde, kann es ja wohl nicht sein. Also das ist schon eine ziemlich tiefgreifende Erkenntnis, und das ist eben diese lehrgemäße Akzeptanz. Und das habe ich also auch ganz wörtlich und ganz exakt übersetzt. Man muss da auch bei den Suttas immer achten, ob das ein Partizip Präsens ist oder ob das im Futur steht, weil das nämlich uns Aufschluss gibt über, ist das jetzt eine strukturelle Sache oder ist das ein zeitlicher Ablauf? Und hier ist es eindeutig ein zeitlicher Ablauf. Ne? Jemand, der jegliche Gestaltung als unbeständig betrachtet, dass er mit lehrgemäßer Akzeptanz ausgestattet sein wird,
ist unmöglich. Das heißt, jetzt muss ich als erstes mal mein Verständnis der Lehre in Ordnung bringen und dann kann sich daraus lehrgemäße Akzeptanz entwickeln. Und genauso der nächste Satz, dass er mit lehrgemäßer Akzeptanz in Richtigkeit, Gewissheit eintreten wird, ist möglich. Das heißt, es sind zwei verschiedene Dinge, die sich nacheinander entwickeln. Und dann als nächstes die Frucht des Stromeintritts. Einmal Wiederkehrer, Nichtwiederkehrer oder Arahantschaft. Ja, aber wie machen wir denn das jetzt, wenn ich alles um mich herum als unbeständig betrachten kann? Also es geht ja in der Natur wunderbar. In so einem Großstädten wird ja immer die Vergänglichkeit etwas unter den Teppich gekehrt und gleich repariert und ausgebessert, aber in der Natur geht das wunderbar. Also da auf dem Pfad zu meiner Kutti liegt ein Maulwurf und verwest so vor sich hin, an dem ich dann immer vorbeilaufe und also zweimal täglich die Veränderung wahrnehme. Ja, wie kann ich denn das dann nun anwenden auf mich, der sich so solide und unvergänglich anfühlt? Da haben wir dann gleich zwei Lehrreden weiter. Es reicht aus, wenn ein Bhikkhu 6 Segnungen betrachtet, um Unbeständigkeitswahrnehmung zu etablieren, nachdem er in Bezug auf alle Gestaltungen Verallgemeinerung bewirkt hat. Das ist wieder so ein ultra komplizierter, nein, nicht komplizierter, kondensierter, konzentrierter Satz. Also, es geht darum, die Wahrnehmung von Unbeständigkeit zu etablieren. Das heißt, kein Ausweichen mehr. Ich muss die Unbeständigkeit als etwas, was mir ständig präsent ist. Lopa Tongling hat gesagt, auf Reisen gehen ist ja ganz nett, aber im Grunde ist Anicca ist auf jedem Kontinent dasselbe. Ganz nett auf den Punkt gebracht. Also, dass mir die Übung, dass alle Gestaltungen unbeständig sind, so gegenwärtig wird, dass es gar kein nichts anderes mehr gibt. Und diese Wahrnehmung zu etablieren, dazu gibt es eben 6 Betrachtungen. Aber um dahin zu kommen, muss er erstmal in Bezug auf alle Gestaltungen Verallgemeinerung bewirkt haben. Das hat Kompanjana Tiloka leider auch überhaupt nicht raus. Anodin Karitva, das ist dieses Gerundiv, also das bezieht sich auf die Vergangenheit. Das ist also, was er schon gemacht hat. Er hat Verallgemeinerung bewirkt in Bezug auf alle Gestaltungen. Das heißt, ich sehe nicht, dieses Blatt ist vergänglich und jenes Blatt ist vergänglich und der Maulwurf ist vergänglich und mein Körper ist vergänglich, sondern ich weiß, dass es ein Gesetz ist, dass alles, was meinen Platz gestaltet, vergänglich sein muss. Als eine strukturelle Notwendigkeit, nicht eine empirische. Wir können durch das ganze Universum gehen und alle Dinge betrachten und stellen fest, aha, es sind vergänglich. Aber wenn wir es nicht kapiert haben, dass das eine Gesetzmäßigkeit ist, nützt uns das nichts. Und da gibt es also in dem Essay von Samanera Buddhesako ein sehr schönes Gleichnis, der gesagt hat, ein Kreis ist rund. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Ich brauche ein einziges Beispiel für Kreishaftigkeit, um zu verstehen, was ein Kreis ist. Er ist rund. Das ist auch ein Kreis. Aber um zu verstehen, dass ein Kreis rund ist, kann ich mir alle Kreise der Welt anschauen. Wenn ich das nicht verstanden habe, dass das eben eine strukturelle Notwendigkeit ist, nützt mir das nichts. Dann suche ich immer noch, ob ich nicht vielleicht doch irgendeinen Kreis finde, der oval ist. Oder ich verliere mich in Betrachtungen. Ja, ich muss erstmal rausfinden, was es alles an Kreisen gibt. Es gibt rote Kreise aus Plastik, es gibt Kreise aus Messing, aus Kork. Alles nebensächlich. Ein Kreis ist rund, das ist alles, was ich brauche. Und das muss ich verstehen, wenn es nicht rund ist, ist es kein Kreis. Wenn es kein Kreis ist, ist es nicht rund. Und genauso ist es mit der Vergänglichkeit von Gestaltungen auch. Das ist diese Art von Betrachtung, die ich brauche. Das ist mit Verallgemeinerung in Bezug auf alle Gestaltungen gemeint. Ja, und was sind jetzt die 6 Segnungen, die man bedenken muss, um diese Form der Wahrnehmung zur ständigen Wahrnehmung zu machen? Also die Unbeständigkeitswahrnehmung etablieren, tue ich, indem ich kontempliere zum Beispiel, alle Gestaltungen werden mir als wechselhaft erscheinen und an der ganzen Welt wird mein Geist keinen Gefallen finden und von der ganzen Welt wird sich mein Geist erheben und zu Nibbana wird mein Gemüt geneigt sein und meine Fesseln gehen auf ihre Überwindung zu und ich werde mit dem höchsten Samanatum ausgestattet sein. Also das sind Kontemplationen, die sozusagen die Inspirationskraft hinter der Veränderung der Wahrnehmungsmodus bewirken, die mich dazu bringen, wirklich immer so zu schauen. Das ist diese
emotionale Qualität, die ich mit einer Kontemplation, mit dem Verstand anrege. Alles im Futur geschrieben, das heißt, das ist die Frucht der Arahantschaft, auf die ich zugehe, wenn ich so praktiziere. Ja, solche Sätze kann man auch wunderbar missverstehen. An der ganzen Welt wird mein Geist keinen Gefallen finden. Das klingt so wie Sack und Asche, Selbstgeißelung. Nichts mehr schön, alles grau in grau. Und ich werde mit dem höchsten Samanatum ausgestattet sein, Banyana Tiloka übersetzt mit Asketentum. Lese ich vielleicht die nächste noch dazu, weil die irgendwie zusammengehören. Ohne 6 Dinge überwunden zu haben, ist man nicht in der Lage zu verweilen, indem man innerlich, äußerlich, innerlich und äußerlich, im Körper den Körper betrachtet, in Gefühlen Gefühle betrachtet, im Herzen das Herz betrachtet, in Dingen Dinge betrachtet. Welche 6? Also das ist kurz zusammengefasst Satipatthana. Ne? Also wenn man 6 Dinge nicht überwunden hat, kann man kein Satipatthana praktizieren. Das ist das, was dieser erste Satz besagt. Also Körperbetrachtung, Gefühl, Herz- oder Geistbetrachtung und Dinge, Dhammanupassana. Welche 6 Dinge hindern einen daran, Satipatthana zu betreiben? Erfüllung finden durch Arbeiten. Erfüllung finden durch Reden. Erfüllung finden durch Schlafen. Erfüllung finden durch Geselligkeit. Bei den Sinnesfähigkeiten die Tore unbewacht lassen. Maßlosigkeit beim Essen. Ja. Nein, Elke. Also ich hab's. Das ist jetzt ein Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, Sinnloses aufgreifen und den Sinn beiseite lassen. Wenn ich was von Arbeiten höre, ach ja, weg damit. Aber es heißt Erfüllung finden, also man hätte es auch anders übersetzen können. Anhaftung oder Gefallen finden, heißt bei Jnana Tiloka. Also Gefallen an der Arbeit ist eigentlich nichts Schlechtes. Aber was hier gemeint ist, Kammaramata heißt das auf Pali. Kamma heißt eigentlich nicht arbeiten, sondern heißt handeln. Ramata heißt also verliebt sein im Handeln. Aber in der konkreten Anwendung ist es natürlich Arbeit, jegliche Form von Arbeit. Aber es geht nicht darum, dass die Arbeit schlecht ist, sondern dieses, ja, das ist es. Das ist der Sinn meines Lebens. Ich habe es halt mit Erfüllung finden übersetzt, um diesen Punkt etwas herauszuarbeiten. Das ist übrigens der Unterschied zwischen der thailändischen Waldtradition und Mönchen aus Sri Lanka und Burma zum Beispiel. In Thailand arbeiten die Mönche, die Waldmönche zumindest. Und da sind sicherlich auch wir hier dabei, viele dabei, die Erfüllung finden darin. Aber im Grunde ist nichts verkehrt dabei. Bei Lumpur Man haben die auch die Kutti selber repariert, nur der hat gesagt, nach 2 Tagen arbeiten, wieder Pause. Wird erstmal wieder formal praktiziert, dann wieder 2 Tage arbeiten, damit das eben nicht so ein Selbstzweck wird. Lumpur Liam, ich habe Fotos, wo der mit einem Schweißgerät und so einem Grinsen da Metalle zusammenschweißt. Aber man kann ihm kaum vorwerfen, dass er da irgendwie Erfüllung dran findet. Er hat es halt gern gemacht, macht es halt auch wahrscheinlich gut. Aber ich nehme schon an, dass er jenseits davon ist, irgendwie seinen Lebensinhalt darin zu finden, irgendwie zu arbeiten. Andererseits gibt es natürlich auch unter den Mönchen regelrechte Baubrigaden, die nichts anderes machen. Aber dafür in Thailand, in der Waldtradition, gibt es wenig dicke Mönche. Ne? Das ist in Sri Lanka und Burma hat der Bene gesagt, lauter fette Mönche da in Sri Lanka gefunden. Die Laien machen dafür die alles. Die kommen sogar und fegen denen die Hütte. In Thailand in der Waldtradition gibt es das nicht. Ja, dann mit dem Samanatum, das ist der andere Punkt. Maßlosigkeit beim Essen, das ist, glaube ich, ganz klar. Und die beste Gegenmaßnahme ist halt im Essenskontemplation und schweigend die Mahlzeit einzunehmen. Also ich sage das immer wieder. Aber es ist auch in der letzten Woche haben wir nach dem Essen gesagt, Mensch, man hört gar nichts von unten. Mach's richtig ruhig. Nein, es ist wichtig. Aber wir werden uns nicht zu Aufpassern irgendwie da runterkommen und schimpfen. Machen nicht. Aber ich sag's immer wieder, dass es wichtig ist, beim Essen zu schweigen. Ja, jetzt kommen wir nochmal auf dieses Samanatum zurück. Ich werde mit dem höchsten Samanatum ausgestattet sein.
Das ist wohl eine Reaktion auch darauf, auf die Tendenz, die man im Hinduismus vor allem findet, dass das Problem der Anhaftung versucht wird zu überwinden, indem man das Objekt der Anhaftung beseitigt. Aber das führt natürlich nur zur Anhaftung in der anderen Richtung. Und wenn ich irgendwas, was ich gerne habe, nicht mehr habe, dann mag ich die Tatsache nicht, dass ich es nicht mehr habe. Also ich bin der Anhaftung nicht entkommen. Über das Objekt der Anhaftung kann man nichts machen. Man muss die Beziehung zwischen ich und dem Objekt der Anhaftung verstehen, um die Anhaftung zu überwinden. Um euch ein Beispiel zu geben, wir hatten mal hier einen Anagarika, der hat absichtlich scheußlich gekocht, um die Mönche von ihrer Anhaftung ans Essen zu kurieren. Und bei einem abgehangenen Tudong-Mönch kann es auch voll daneben gehen, weil wenn man so Dutanga-Watta so mit Essensübungen gemacht hat, dann findet man solche Sachen unter Umständen toll. Also wir hatten Salat mit Hustenbonbonsoße, hatten wir seitdem nie mehr. Aber es ist natürlich ein falsches Verständnis von der Natur des Festhaltens, des Ergreifens, des Anhaftens. Aber es erklärt vielleicht ein wenig die Faszination der Laien zur Zeit des Buddha für die Asketen, also die Nigantas. Nigantas heißt ja wörtlich die Entfesselten, die sich ordentlich gegeben haben. Und wir haben da einen Lehrling, jetzt muss ich das vorlesen, für das Fernstudium, den Sunakata aus Majjhima 12, den Upali aus Majjhima 56, den Satchaka aus Majjhima 36 und den Sakkulu Dayin aus Majjhima 77, die jeweils die Asketen gepriesen haben und gesagt haben, dieser oder jene Asket praktiziert besser als die Mönche aus dem Sakya-Stamm. Also die Mönche des Buddha. Und diese Faszination hat sich bis heute nicht geändert. Und ganz klar, also die Digambaras, die Jain-Asketen, da schaut jeder Bhikkhu blass aus dagegen, so wie die sich's geben. Ja, also wir lassen jedenfalls putzen, fegen, Blätter haken, Holz arbeiten und so weiter, lassen wir nicht los, sondern wir machen das ohne Anhaftung. Dem Zusammenhang gibt ja auch die Lehrrede von der Wachtel, das Gleichnis von der Wachtel, Majjhima 66, wo gesagt wird, dass die Tatsache, ob irgendetwas eine Fessel ist, jetzt kommen wir wieder zu den Fesseln der unteren Liegen und etwas lockereren Sprachgebrauch, ob etwas eine Fessel ist, das hängt davon ab, wie stark jemand ist. Also eine Schlingpflanze kann für eine Wachtel eine unüberwindbare Fessel sein und starke Lederriemen sind für einen Elefanten überhaupt kein Problem. Der schüttelt sich mal und geht, wohin er will. So heißt es in dieser Lehrrede. Und genauso ist es auch. Ob Fesseln Fesseln sind, liegt nicht an den Dingen selber, sondern wie weit wir auf unserem Pfad schon entwickelt sind. Thema Fesseln des Laiendaseins. Da gibt es auch eine schöne Lehrrede. Potaliya Sutta, Majjhima 54. Will ich nochmal kurz nacherzählen. Da kommt also ein Haushälter zum Buddha und der Buddha sagt: Den Platz, Haushälter, hier sind Plätze. Und der Haushälter ist sauer, weil der Buddha ihn mit Haushälter angeredet hat. Und der Buddha sagt nochmal: Den Platz, Haushälter. Und jetzt hat er schon wieder Haushälter gesagt. Und dann beim dritten Mal sagt er: Ich bin kein Haushälter. Und der Buddha sagt: Ja, aber du hast doch Laienklamotten an. Ja, das spielt keine Rolle. Ich habe eben alle Tätigkeiten, Kammanta heißt im Pali, abgeschnitten, also wörtlich hingeschmissen, Pakitta. Ich habe alle weltliche Beschäftigung abgeschnitten. Ich habe mein Business, habe ich an meine Kinder übergeben. Und ich mische mich da nicht ein und ich hole mir nur mal täglich was zu essen ab bei denen. Und da sagt der Buddha, also unter weltlichen Tätigkeiten oder Geschäftigkeiten abschneiden, verstehen wir was anderes. Da war dieser Potaliya allerdings weise genug zu sagen, ja, was denn? Und dann hat er auch zugehört und der Buddha hat ihm dann gesagt, acht Dinge abschneiden, das ist das wirkliche Loslassen von weltlichen Beschäftigungen in der Übung des Edlen, also schon fortgeschrittene Übungen. Da geht es noch um andere Dinge, nämlich das Überwinden von Töten, Stehlen, falscher Rede, gehässiger Rede, Raffgier, boshaftem Schimpfen, zorniger Verzweiflung, Überheblichkeit. So, das waren schon acht, ja. Und dann wird gesagt, dass die Übung des Edlen darin besteht, dass er sich selber überprüft, gibt es in mir eine Fessel, sind wir wieder bei dem Thema, aufgrund derer ich töten könnte und so weiter, stehlen, boshafte Rede. Und reflektiert, also wenn ich töten würde, dann würden mich
die Verständigen dafür tadeln und ich würde in der Hölle enden und so weiter. Das ist ja noch die Kontemplationsebene, die jeder machen kann. Aber dann geht es weiter. Dieses Töten von Lebewesen ist selbst eine Fessel. Und das ist jetzt genau wieder die Gewissheit, Richtigkeit in Bezug auf heilsame Dinge. Zu sehen, dass diese Dinge selbst eine Fessel sind, die mich weiterhin ins Dasein verstricken. Das ist aber schon mehr als nur die Kontemplation, selbst wenn mich die Polizei nicht erwischt, wäre es besser, nicht zu töten, aus diesem und jenem Grund, sondern das ist wirklich ein direktes Sehen, was diese unheilsamen Eigenschaften in uns anrichten, wenn wir ihnen Raum geben. Gut, die ersten Punkte sind Gebiet der Ethik und dann kommt zornige Verzweiflung. Das ist ja eigentlich schon die höhere Übung. Die zornige Verzweiflung ist dann überwunden, wenn ich ein Anagami bin, wenn ich also die ersten fünf, die niedrigeren Fesseln überwunden habe. Das heißt, Kod Upayasa, also Koda, Zorn, und Upayasa ist Verzweiflung. Das ist eine Form von Zorn, unter der wir sehr leiden, aus einer Unterlegenheitssituation heraus, unter einer Situation der Ohnmacht heraus. Es gibt ja Zorn aus einer Machtposition, ne? Untergebene zusammenscheißen. Und das kann ja sehr stimulierend sein. Das kann ja sich zunächst mal gut anfühlen. Natürlich leiden wir da auch drunter, aber das ist nicht dieser unterdrückte, quälerische Zorn, wie diese zornige Verzweiflung, die aus einer Ohnmachtssituation entsteht. Es gibt eine gute Schilderung in der Jatuma Sutta, wo Bhikkhus, die schon Familie hatten und schon eine Karriere hatten, dann im höheren Alter Bhikkhu werden und dann kommt irgend so ein Jungspund daher, 22, hat aber eine Panzer mehr und erzählt denen, was sie tun und lassen sollen. Ja, und da kann ich sagen, Jungspund, reiß dich zusammen, weißt du nicht, mit wem du redest? Nein, die müssen sich das anhören. Und dann entroben sie aufgrund von zorniger Verzweiflung, so in etwa geht es in der Lehrrede. Kann ich nachvollziehen, also ich war ja auch 45, als ich Bhikkhu geworden bin und hatte dann in der ersten Regenklausur so junge Bhikkhus mit 22, die mir gesagt haben, dass ich alles falsch gemacht habe. Da habe ich mal so einen Teppich oder so ein Linoleum bei Ajahn Dann in der Sala ausgerollt für den Nachmittagstee und habe so mit dem Fuß geschubst, weil der war halt irre schwer und ich hatte zum Kreuz, hatte Kreuzschmerzen, habe dann so mit dem Fuß gestoßen. Und dann saß da so eine Gruppe junger Mönche und Abad, Abad, Regelverstoß, Regelverstoß. Und ich, ist doch völliger Quatsch. Und es gibt es im Wiener ja überhaupt nicht. Das ist einfach nur kulturelle thailändische Gepflogenheit. Und es ist tatsächlich so. Also gibt keine Regel, die verbietet, dass man einen Teppich nicht mit dem Fuß ausrollen darf. Aber es ist natürlich, nach thailändischer Sitte ist der Fuß der niedrigste Körperteil. Und dann macht man das nicht. Aber die Verzweiflung habe ich dann doch rechtzeitig erkannt und nicht entrobt deswegen. Also habe ich nur ein bisschen geärgert und das dann auch relativ schnell loslassen können. Und auch, ja, das ist etwas, was man lernen kann. Also ich war dann auch durchaus dankbar, wenn etwas qualifiziertere Zurechtweisungen kamen. Ja, ich habe auch kürzlich zwei Geschichten gehört, die zornige Verzweiflung sehr schön schildern. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Kloster oder so, also da war, versucht euch mal in die Lage von einem Mönch rein zu versetzen, der sich irgendwie gemobbt fühlt von seinen Mitmönchen. Und immer wenn er irgendwie so die Schuhe vor die Tür, vor seine Hütte stellt, dann sind die am nächsten Morgen weg. Entweder ganz verschwunden oder er findet sie irgendwo im Wald wieder. Und ja, der hat enorm gelitten unter zorniger Verzweiflung. Und ein anderer Mönch hat davon erfahren und dem ist es genauso gegangen. Die Schuhe waren am nächsten Morgen weg. Und dann hat ihm ein Mitmönch gesagt, hör mal, wenn du irgendwie deine Schuhe vor die Tür stellst, dann kommen nachts die Hunde und schleppen die weg. Ah, zornige Verzweiflung, ist hausgemacht. Hängt von der Vorstellung ab, dass mich da Leute mobben wollen. Das ist eine Fessel. Ich bin der, der immer gemobbt wird. Ja, in dem Moment, wo man weiß, dass die Hunde das wegschleppen, zornige Verzweiflung schon weg. Und man geniert sich ein bisschen vielleicht für die schlechten Gedanken, die man vorher gehabt hat. Eine andere Geschichte, die ist hier, glaube ich, schon mal erzählt worden. Versucht euch mal in die Situation hinein zu versetzen. Ihr wart lange in Asien unterwegs und immer nur dieses Reis und Gemüse und was weiß ich. Und am Flughafen in dem Bakery gibt es dann diese Mini-Croissants. Und ihr habt dann so eine Tüte Mini-Croissants und gekauft und freut euch schon und setzt euch da an den Tisch. Da sitzt schon jemand, hallo und so. Und plötzlich
fängt der Typ, reißt die Tüte auf, nimmt sich so ein Mini-Croissant, lächelt noch, steckt sich das Ding rein und willst ihm die Meinung sagen, aber geht jetzt nicht. So ein lauter irgendwie so Geschäftsreisende ringsherum aus Singapur, alle gut angezogen und kannst jetzt daher keine Szene machen. Ne? Nimmst du auch einen schnell einen raus und dann, ja, der Typ bedient sich die ganze Zeit. Ne? Und dann geht er weiter und sagt zum Abschied hier, gibt er dir noch ein Croissant, lächelt und sagt Tschüss und ist weg. Und du denkst, das ist doch nicht möglich. Ne? Zornige Verzweiflung. Also willst du eine einschenken irgendwie. Aber denkst du, naja, wegen Croissants ist und dann eben im Flughafen macht man nicht. Ne? Naja, und dann greifst du zu deinem Backpack runter und dann siehst du da, oh, da liegt eine Tüte mit Mini-Croissants. Beide Mini-Croissants. Also ich habe das nicht erlebt, aber es ist eine reale Geschichte. Tja, zornige Verzweiflung. Gut, die achte Fessel, die man da überwinden soll, ist Überheblichkeit. Das ist, wie ich schon sagte, eine Ausprägung von Asmimana und ist dann das Spielfeld Richtung Arahantschaft. Also das, sowas bleibt einem bis zum Schluss. Gut, in der Lehrrede geht es dann weiter, dass diese Dinge zum Abschneiden von Geschäftigkeit führen und voll erlangt wird das Abschneiden von Geschäftigkeit, indem man die Gefahr in Sinnesvergnügen betrachtet, den Suchteffekt. Das ist die Gefahr. Natürlich gibt es auch Sinnesvergnügen, die an sich unheilsam sind. Aber grundsätzlich jedes, man draußen die Blumen zu bewundern, ist ja nichts, da tut man ja keinem weh. Aber die Gefahr darin ist eben dieser Suchteffekt. Das ist jetzt auch schon eine ziemlich subtile Übung. Das heißt ja jetzt nicht, dass wir keine schönen Blumen mehr anschauen dürfen, aber eben zu sehen, was passiert da mit uns. Inwieweit fesselt mich das ans Dasein? Also das sind jetzt keine Kleinigkeiten mehr, über die wir hier sprechen. Das ist wirklich Sachen, die man im Vorfeld auf niedrigerer Ebene in der dritten und zweiten Liga vorbereiten kann. Und dann soll man eben den Gleichmut der Unterschiede durch den Gleichmut der Einheit ersetzen. Das deutet eben darauf hin, dass ich von der Sinneskontrolle, die eben noch der Entscheidung, dem Willen unterliegt, hin zur Geistesschulung fortschreiten muss. Denn der Gleichmut der Einheit ist Gleichmut in Samadhi. Gleichmut der Unterschiedlichkeit ist, wenn ich mich nicht aufrege, wenn die Dinge so oder anders sind, also im Bereich der Sinne. Und die höchste Achtsamkeit, deren Reinheit durch Gleichmut entsteht, führt dann zur Vernichtung der Triebe, Vernichtung der Fesseln, Vernichtung jeglicher Geschäftigkeit. Also das ist die Standardformel für die vierte Vertiefung. Gut, jetzt habe ich schon, glaube ich, ganz schön lange gequasselt. Möchte ich das Happy End noch kurz vorlesen. Über das Leidensende, wenn alle Fesseln beseitigt sind. Diese drei Begehren sind zu überwinden. Und drei Dünkel. Welche drei Begehren sind zu überwinden? Begehren nach Sinneswunsch, Begehren nach Dasein, Begehren nach Daseinsmöglichkeit. Diese drei Begehren sind zu überwinden. Welche drei Dünkel sind zu überwinden? Dünkel, Minderwertigkeitsdünkel, Überlegenheitsdünkel. Diese drei Dünkel sind zu überwinden. Sobald von einem Bhikkhu oder Praktizierenden diese drei Begehren überwunden sind und diese drei Dünkel, dann nennt man ihn einen Bhikkhu, der Begehren abgeschnitten hat, die Fessel abgestreift hat und durch richtiges Verstehen des Dünkels dem Leiden ein Ende gemacht hat. Ewa.